Am Wort ist der Abgeordnete Hannes Wehninger. Bitte, Herr Abgeordneter. Herr Präsident, Herr Minister, Frau Minister, Hohes Haus, als wahrscheinlich letzter Redner zur Untergliederung Außenpolitik möchte ich doch betonen, dass trotz unterschiedlicher Ansätze es eine sehr konstruktive Diskussion war und es eigentlich die Stärke des österreichischen Parlaments ist, eine gemeinsame Außenpolitik zu formulieren. Auch wenn es vor allem von Seiten der FPÖ durchwegs unterschiedliche Ansätze gibt, möchte ich doch die Wortmeldung des Kollegen Karlsberg sehr positiv erwähnen. Denn wir leben in einer Welt, in der es nicht nur Frieden, Wohlstand und Sicherheit gibt, jene Werte, die wir gerade jetzt versuchen, ganz massiv zu verteidigen, sondern auch in einer Welt, wo 2 Milliarden Menschen unter ärgsten Armutsverhältnissen leben, wo jeder sechste Mensch an Hunger leidet, wo alle 6 Sekunden ein Kind an Unterernährung stirbt und dass diese Welt eine Welt ist, die sich auf uns zubewegt, haben wir in den letzten Wochen und Monaten sehr dramatisch verspürt. Solange ein guter Teil unseres Wohlstandes auf Ausbeutung von Mensch und Natur in den Entwicklungsstaaten basiert, ist es kein Wunder, dass sich Menschen auf den Weg machen, um auch ein kleines Stück von diesem Kuchen zu erhaschen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Herr Außenminister, dass die heutige Debatte hat gezeigt, dass wir eine aktive österreichische Außen-, Friedens- und Entwicklungspolitik brauchen, dass wir nicht länger über die Höhe und Länge von Zäunen diskutieren müssen, sondern über konkrete Maßnahmen, über einen Marshallplan für Afrika und die Unterstützung der Entwicklungsstaaten. Die SPÖ wird sich daran sicher nicht behindern. Ganz im Gegenteil, wir nehmen sie gerne an der Hand. Es liegen zur Untergliederung Äußeres keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist dieser Themenbereich erledigt.